Hold up, Leute, Hunger. Wir starten das Video mit der Jirachi Quest. Seit heute früh am Start. Das war irgendwie 25 Pokémon fangen, ein paar Stops drehen, habe ich gemacht. Und drei neue Freundschaften. Habe ich auch gemacht. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare euren Code schreiben, falls irgendjemand euch adden soll. Aber ich bin leider voll. So. Bashwa mit leider nicht shiny. Hätte shiny sein können. Mit dem müsst ihr jetzt laufen für die nächste Quest. Erstmal die drei Module abholen. Kann ich sicher demnächst auch gebrauchen. Und Nummer 2. Fange drei Flume, entwickle ein Bashwa. Deswegen müssen wir mit dem laufen. Verdiene Höhen-Gold-Medaille. Was? Habe ich die nicht? Habe ich die nicht auf Gold? Achso, doch, okay. Ich denke mir schon, hä? Habe ich auf Gold. Danke. Dann müssen wir mal Kollegen Adam hier wechseln. Und ein Bashwa reintun. So. Wie viele Meter muss man überhaupt gehen? 20! Oha! Dann auf geht's! Wir haben hier mal ein 7er-Ei. Eines der letzten, bevor es wieder nur mit dem Unendlichen weitergeht. Schade. Den wollte ich noch shiny. Wir versuchen unser Glück mal. Ich habe 2 Alola Kokoi Quests heute abgeholt. Bonus ist vorbei. Wir haben wieder Zeit, irgendwelche Quests abzuholen. Hauptsächlich Alola Kokoi. Nee, leider nicht. Und ansonsten mache ich heute ein paar Arenen. Bis zur Raidstunde nehme 1-2 Raids mit. 2-3, eher gesagt. Und dann, letzter Tag vor Nestwechsel. Letzter Tag Hypponest. Fettes Hypponest hier in München. Das muss ich auf jeden Fall ausnutzen. Und noch eine Sache gibt's. Weiß nicht mehr. Irgendwas hatte ich auch noch vor. Werdet ihr ja dann sehen. Hört ihr das? Raidstunde fängt an. Ich mache aber erst um 30:30. In der letzten Sekunde noch gelb gemacht und nicht reingesetzt. Jetzt gibt's ein paar Level auf. Oha, jemand hat mich noch gekickt. So wie ich dir, du so mir oder sowas. Schade. Wo wurde ich denn gekickt? 60 Minuten? Graffiti, ah okay, ja, mich erfreut. Da starten die meistens. So, wir haben jetzt ein paar Levelaufstiege. Ich hoffe, alle meine Freunde, ich habe den meisten Bescheid gegeben. Die anderen, ich hoffe, ihr denkt dran, Raidstunde wird gezündet. Auch nächste Woche, auch wenn Vespi da ist, ich werde da ein paar Raids machen. Dimi braucht noch seinen Dex-Eintrag. Und da wird natürlich auch Ei gezündet, Levelaufstieg, soweit es geht. Weil der nächste Ziel ist noch sehr, sehr weit entfernt. So, sammeln wir mal ein paar EP. Grüße gehen raus an den Rudi. Mit dem habe ich die 1 Milliarde EP Arena gemacht. Da haben wir uns dann auch noch alle befreundet. Okay, Animation. Grüße gehen raus an die Heike. Grüße gehen raus an den Vince. Grüße gehen raus an den Konsti. Wir gehen raus an. So, unsere 2 freien Rayquaza. Nummer 1. 21,39, leider. Also, ich muss sagen, alle meine Shiny sind bisher 21,35. Könnte der hier auch sein? Nee, leider nicht. Und ist bei 39 geblieben. Eigentlich gibt es ja diesen Bug, wo es noch weiter runter geht. Ah ja, leider nicht Shiny. Nächster Raid. Und leider auch der letzte heute. Und? 69. 69. Bei mir? Leider kein Shiny. Nein. 64. Okay Leute, wir sind wieder zurück. Ist der nächste Morgen. Ich habe leider das Hypponest verpasst. Ich habe jetzt in die Gruppen geschaut. Bisher noch keine interessanten Nester entdeckt. Magma-Nest vielleicht, weil da habe ich nur 98er. 100er könnte ich mir schon gönnen. Könnte ich versuchen zu farmen und dann irgendwie zu tauschen, dass der 100 wird. Also mache ich vielleicht, wenn sich kein besseres Nest anbietet. Aber vor allem jetzt dann, wenn die Event wieder da ist, dann jage ich wahrscheinlich eh die Event-Sachen. Also
hat sich das wahrscheinlich auch wieder erledigt. Auf jeden Fall habe ich noch eine Box am Start. Diesmal ein bisschen anders als die üblichen Boxen, die ich habe. Achso, erstmal noch, wieso ich das Hipponest verpasst habe. Habe ich am Odeonsplatz getroffen, um die Arena zu pushen. War eine Idee, nicht meine Idee. Aber ich so, hey, wieso nicht? Ich brauche die noch auf Gold. Und da sind zwei Arenen, wer sich in München auskennt, Odeonsplatz, Viscardi-Gasse und Feldherrnhalle. Die sind halt direkt nebeneinander. Wenn man dazwischen steht, kann man einfach beide gleichzeitig erreichen. Und wir haben uns halt dahingestellt, haben die bekämpft, haben uns reingesetzt, haben uns gegenseitig rausgehauen und dann wieder reingesetzt und so weiter und so fort. Also immer abwechselnd, weil es ja zwei Arenen sind. War ganz okay. Zwischendurch ein paar tiefgründige Gespräche und dann, wie es bei tiefgründigen Gesprächen so ist, man verliert den Fokus, man verliert den Überblick über die Zeit und auf einmal sind schon so viele Stunden vorbei. Deswegen habe ich das Hypernest nicht mehr geschafft. Auf jeden Fall jetzt zur Box. Was schade ist, weil 100 hätte ich mir echt gerne gegönnt. Was natürlich nicht garantiert wäre, wenn ich da hingegangen wäre, aber gibt zumindest eine Chance auf den 100er. Auf jeden Fall, hier habe ich eine Box, wie gesagt, ist ein bisschen anders. So heißt die von Elb Effect. Kleine Hintergrundgeschichte. Ihr kennt ja meinen, habe ich jetzt gerade nicht an, meinen Shop. Grüße gehen raus. Muss ich sagen, werbe ich leider nicht oft genug. Link ist unten in der Beschreibung. Aber sogar in letzter Zeit vermehrt Einkäufe von euch. Also vielen Dank für den Support. Auf jeden Fall, ich habe einen Shop. Kleiner Vergleich ist so, wie ihr eure Krankenkasse oder eure Bank habt. Ihr habt zwar eure Bank und Krankenkasse und seid eigentlich zufrieden, aber es kommen halt immer neue Angebote rein. Irgendwelche anderen Filialen, die euch abwerben wollen. Und so ist es auch mit den Shop und YouTubern. Ihr habt euren Shop, ihr seid eigentlich zufrieden, aber da kommen immer mal irgendwelche Werbung rein. Hey, check diesen Shop ab und so, dies, das. Und die wollen jetzt auch mich abwerben sozusagen. Und das ist ihr Abwerbegeschenk. Das, was mich überzeugen soll. Also ich bin gespannt. Ihr könnt ja eure Meinung unten in die Kommentare schreiben, ob euch das überzeugen würde, den Shop zu wechseln. Ich habe einmal schon den Shop gewechselt, weil ja, es gab kleine Probleme. Ich war nicht zufrieden mit den Preisen dort. Und ich war nicht so flexibel. Der Shop, den ich jetzt habe, ich kann halt wirklich auf den Cent genau bestimmen, wie viel ich verlange und wie viel davon ich dann selber einstecke. Und bei dem anderen wurde das so festgelegt. Es gab verschiedene Preiskategorien, aber es war immer festgelegt, wie viel ich bekomme. Und ich habe gesagt, hey, an sich kann ich auch, bin ich eigentlich zufrieden mit weniger. Und dadurch kann der Kunde dann weniger, muss der Kunde weniger zahlen. Und dann habe ich halt den anderen Shop entdeckt. Problem ist, der Shop, den ich jetzt habe, der hat echt nur Anziehsachen, nur Shirts und Pullis und Hoodies. Und der davor hat auch noch so Jutebeutel und Kaffeetassen. Und überraschenderweise waren die Kaffeetassen sogar recht beliebt. Mit super saftig und richtig leiden. Die wurden sogar relativ oft verkauft. Und die habe ich halt jetzt leider nicht mehr im Angebot. Und der Shop bietet ein bisschen mehr, auch ein bisschen so Merchandise, wo man halt einfach seinen Namen drauf kommen kann. Also wäre auf jeden Fall ein kleines Update. Das ist so ein Hinweis für euch. Dann gäbe es noch mehr Material, noch mehr Auswahl, wo super saftig und Euder und richtig leiden draufstehen würde. Und die haben mich jetzt gelockt mit einem LED-Super-Saftig-Licht. Ich blende das mal hier ein. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier drin ist, weil die haben es mir relativ schnell geschickt. Ich würde mich wundern, wenn Super-Saftig-LED, wenn die so schnell produziert hätten. Aber wenn es da drin ist, dann weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Überraschungsfaktor. Vielen Dank für dein Interesse. Handgeschrieben. Okay. Das ist schon mal ein Plus-Teil. Ein Plus. Faktor. Ja, das steht niemand super saftig. Nee. Das ist einfach so ein allgemeines. Oh, das hätte mich sonst echt umgehauen. Auf jeden Fall, ja. Okay. Ihr seht, ich bin leicht enttäuscht. Das kann man dann hier irgendwie wahrscheinlich so. Auf jeden Fall, das war ihr Hauptverkaufsargument. So ein super saftig LED-Licht. Anstatt dem wäre dann halt super. Ein Rino, okay. Rinos sind schon okay. Kann man das so reinstecken irgendwie? Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Irgendwie so. Also es gibt wahrscheinlich die Anleitung und hier kann man dann machen. Ah ja. Okay. Ich baue das jetzt mal kurz zusammen. Okay, Leute. Ich habe es geschafft. Batterien sind auch drin. Ist jetzt halt ziemlich hell. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Es leuchtet in verschiedenen Farben. Es hat sogar eine Fernbedienung. Und hat sogar ein USB-Teil. Da braucht ihr nicht ständig Batterien. Stellt euch jetzt vor, da steht super saftig oder richtig leiden. An sich schon eine coole Sache. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob mich das überzeugt. Ich schaue mich noch um. Mal schauen, was sie noch so im Sortiment haben.
Wie gesagt, ihr könnt unten in den Kommentaren schreiben, ob ich das überzeugt hätte, den Shop zu wechseln. So ein bisschen hinter die Kulissen, ein paar Gedanken zu meinem Shop, den ich hoffentlich demnächst ein bisschen, was ich schon lange immer vorhatte, ein bisschen mehr promote. Gönnt euch ein bisschen Merch. Könnt ihr mich unterstützen und euch saftigen Merch gönnen. Ah ja, danke, danke, wie heißen die? App Effect für das Teil. Ich überlege mir, ob ich rüber zu euch switche. Qualität ist solide, ist jetzt nicht das überkrasseste. Aber an sich reicht es schon. So, das war's von mir, Leute. Ich gehe jetzt raus, ein paar Reden noch machen. Und dann, morgen fängt auch schon wieder ein neues Event an. Was Event, da kann man wieder ein paar Shinies sagen. Ich bin auf der Jagd auf jeden Fall nach Weimar. Den jage ich schon ewig. Und Krabi. Und Jugo. Und dann halt die zwei neuen, aber hauptsächlich Krabi und Jugo und Weimar. Schauen wir mal, was da so abgehen wird. Euch viel Spaß, viel Erfolg. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Demnächst vielleicht ein neuer Shop. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.